Ja, was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Ich ruhe mich hier ein bisschen aus. Ihr seht, ich bin erschöpft. Ich bin diesen elendlangen Weg. Ich zeig's mal kurz in der Map. Wir haben hier leider einen Unfall gebaut in der letzten Folge und ich bin jetzt zu Fuß einfach mal diesen Weg weitergelaufen. Aber irgendwie finde ich hier nichts. Kein Gebäude, keine Hütte, nichts, wo ich mich irgendwie ausruhen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, setze ich mich hier einfach hin, gönn mir eine Pause, ess was. Und ja, vielleicht esse ich gleich direkt noch was. Hier so eine Tüte Chips vielleicht. Ist, glaube ich, gar nicht mal so bad. Und dann mache ich mich mal direkt weiter. Ich brauche unbedingt ein Auto. Also wir wollten in der letzten Folge unbedingt einen Kamin finden. Ich so schlau und fahrskillmäßig und ich unterwegs bin, habe natürlich wieder einen Unfall gebaut. Ja, dann würde ich sagen, ziehe ich mal weiter, bevor es dunkel wird. Weil bevor es dunkel wird, will ich mir hier unbedingt irgendwie eine Bleibe suchen, dass ich da zumindest übernachten kann. Wir sind bald schon hier in diesem kleinen Gebiet. Ich denke mal, dass wir hier ein bisschen was finden werden. Mit etwas Glück ein Auto. Ein Auto wäre jetzt wirklich gut, aber ich vermute, dass wir hier kein Auto finden werden in der Nähe. Ich bin am Überlegen, sogar hier hoch zu gehen. Gehen wir hoch oder runter weiter? Wir gehen nach oben weiter. Ich riskiere es. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte jetzt da oder da lang gehen. Das ist eine 50-50 Chance. Deswegen einfach mal hier oben lang. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg der Verdammnis, so nenne ich es jetzt einfach mal, und sind wieder gemäßigt angestrengt. Aber wir laufen weiter, wir laufen weiter, wir geben nicht auf. Mit der Hoffnung, irgendwo auf eine kleine Siedlung zu treffen. Und hier sind ein paar Zombies. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich gehe auf jeden Fall hier oben lang weiter. Ich schaue mal ganz kurz in die Map rein. Okay, es sieht so aus, als würden hier wahrscheinlich gleich Farmhäuser kommen. Und wenn wir hier einen Kamin finden, ja, dann raste ich aus, jetzt ohne Auto. Aber dann wissen wir zumindest, wo einer ist. Okay, ihr seht, ich bin auch mega kaputt. Ich kann nicht mehr so gut schlagen. Das ist nicht so geil. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen besser aufpassen. Und vielleicht auch unsere Machete sparen. Oh Mann, dieser Autounfall, ne? Ich weiß nicht, wie ich das besser hinkriegen soll. Ich bin echt ein Sonntagsfahrer. So. Ja, wo gehen wir jetzt lang? Nach unten oder nach rechts? Ich gucke mal nochmal ganz kurz in die Map. Wir haben beide Gebiete noch nicht wirklich erforscht. Ja, komm. Ich gehe mal in die Richtung weiter. Und ich werde langsam müde. Und schläfrig sogar. Und es wird dunkel. Das ist nicht so geil. Ich brauche dringend eine Hütte, wo ich schlafen kann. Weil nachts will ich hier nicht unbedingt rumlaufen. Hier könnte es was geben. Von mir aus auch irgendwie eine Lagerhütte. Ich habe mein Sleeping Bag dabei. Gott sei Dank. Da kann ich ja auch schlafen. Okay, hier sind ein paar. Ja, das ist irgendeine Lagerhütte. Ah, ich kann sein, dass ich hier schon mal war. Aber mir ist jetzt jede Unterkunft recht, wo ich irgendwie geschützt bin. Was für ein Abenteuer, wie ich hier jetzt erlebe. Meine Güte, wie aufgeschmissen man einfach ohne Auto ist. Das ist der Wahnsinn. Ah, okay, komm schon. Oh mein Gott, das war knapp. Okay, sehr gut. Ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, in diesem Gebäude war ich schon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich weitersuchen soll. Vielleicht weiter nach unten gehe. Wobei, hier ist zu. Hier sind aber auch Fenster. Vielleicht kommen wir durchs Fenster rein. Mit etwas Glück ist hier aber trotzdem irgendwie ein kleiner Waschbecken. Ich glaube aber nicht. Baggy Jeans, verrottete Sachen sind hier. Okay. Schade. Okay, wir werden hier leider nicht fündig. Oh Mann, wir brauchen zumindest ein Waschbecken, damit wir an Frischwasser rankommen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter unten lang. Ich halte mich mal von dieser Horde hier fern. Der kleineren Horde. Ich denke mal, wir werden hier auf jeden Fall nicht. Hier ist eine Hütte. Ja, nee, das. Oh, ist das ein Gebäude? Was ist das für ein Gebäude? Ah, schon wieder solche Silos. Wir brauchen irgendein Gebäude, wo wir zumindest ein Waschbecken haben, dass wir unsere Wasserflasche auffüllen können.
Dünger. Oh, okay. Autoreifen. Auch nicht schlecht. Ein Auto wenn wir jetzt lieber. Kompostsack nehme ich mal mit. Haben wir, glaube ich, eh genug, aber warum nicht? Saatgut haben wir genug. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay, da brauchen wir nichts von. Da bringt es nichts reinzugehen. Wobei ich glaube, in diesen Lagerhütten... Oh mein Gott, oh mein Gott, verdammt. Oh mein Gott, einmal nicht aufgepasst und jetzt... Oh nein, jetzt habe ich ein Problem. Bandage anlegen, bitte. Habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Komme ich hier rein? Leider nicht. Ja, da ist ein Waschbecken. Wie geil ist das denn, da ist ein Waschbecken? Ich glaube, ich raste hier. Mir bleibt nichts anderes übrig, außer hier irgendwie zu rasten. Laubhake, Kelle, okay, Saatgut brauche ich nicht. Ja, wir können hier unsere Wasserflasche befüllen. Wie geil ist das denn? Okay, ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier eine Nacht. Ich weiß, es ist noch ziemlich früh. Oder wir riskieren es und gehen noch weiter runter. Aber ich glaube, wir müssen noch weit laufen bis hierhin. Ah, ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto. Das ist nicht so geil. Unsere Machete macht leider auch nicht mehr allzu lange mit. Ich weiß nicht, wo die hin wollen. Die muss ich erledigen. Kann sein, dass die mich schon gesehen haben. Ja, ich erledige die einfach mal, einfach nur um sicher zu sein. In dieser, ich sag mal, Zwischenbase. Die hat eine Tasche, da könnte man eventuell gleich mal reingucken. Ob da was Interessantes ist. Okay, es wird dunkel. Ich habe auch das Gefühl, dass das Jahreszeiten abhängig ist, wie schnell es dunkel wird. Also im Herbst deutlich schneller als im Sommer, habe ich das Gefühl. Aber kann auch nur ein Gefühl sein. Okay, da kommen schon die nächsten. Die kommen Gott sei Dank einzeln. Okay, ihr seht's. Auch mit der Machete sind wir leider nicht mehr so stark. Die Machete wird auch gleich seinen Geist aufgeben. Das ist safe. Sehr gut. Und da der letzte. Und dann haben wir es erstmal. Die haben die Garage geschlagen? Die Garagentür war doch zu. Haben die Zombies die Garagentür aufgekloppt? Das wäre ja der Wahnsinn. Holy shit, dass die das geschafft haben. Okay, sehr gut. Gucken, ob wir hier irgendwas finden. Mausefalle, okay. Landwirtschaftsband 3 brauchen wir alles erstmal nicht. Müllsackflasche leer. Hier können wir unsere Wasserflasche nochmal befüllen. Und dann würde ich sagen, rasten wir irgendwie ganz in der Ecke. Aber vielleicht nicht hier, wo das Garagentor auf ist, sondern... wie heißt das, wo die Garagentüren zu sind und nicht demoliert, damit da so leicht nicht niemand reinkommt. Ich würde sagen, wir gehen auch schon mal hin. Hier bücken wir uns mal, nicht, dass die uns sehen. Achso, die Tür haben wir gar nicht aufgemacht, hätten wir mal aufmachen sollen. Diese haben wir aufgemacht. Ja. Okay, wir bleiben auf jeden Fall über Nacht hier. Vielleicht sollten wir auch lieber schleichen. Wir gehen noch irgendwie ganz in die Ecke. Nämlich so ein bisschen Schiss, dass die mich irgendwie überrennen. Ich guck mal hier aus dem Fenster, ob welche sind. Ah, es ist 19 Uhr. Ich weiß halt nicht, wie lange wir schlafen. Wir sind auf jeden Fall müde. Vielleicht können wir aber auch einfach die Zeit nutzen, die wir hier sind. Und unseren Tischler Reiband 4 einmal durchlesen. Machen wir einmal fix. Ja, wir sind sehr müde. Wir gehen gleich schlafen, lesen das erstmal durch nicht, aber vielleicht noch eine Stunde bis 21 Uhr. Sind ein bisschen hungrig. Okay, ich glaube, das sollte ausreichen. Das Band kann erstmal wieder weg. Dann würde ich sagen, Sleeping Bag einmal platzieren. Unroll. Sehe ich jetzt natürlich nicht. Achso, müssen wir hier irgendwie noch platzieren. Objekt platzieren. Machen wir einfach mal hier so. Und dann würde ich sagen, gute Nacht. Oh Mann, ey, ich sehe überhaupt nichts. Schlafen. Ich hoffe, ohne Probleme. Okay, es ist 7:10 Uhr. Wir haben relativ lange geschlafen. So soll es sein. Das ist perfekt.
So, Sleeping Bag bitte einmal aufnehmen. Einmal zusammenrollen und wieder am Bedroll anbringen. Dann esse ich einmal fix was. Nehmen wir mal die Dose mit Bohnen, die sättigen eigentlich immer ganz gut. Okay, sind satt, das ist gut. Die Blechdose kann weg. Und ja, wir befüllen einmal unsere Wasserflasche und dann würde ich sagen, machen wir uns weiter auf den Weg. Ja, Richtung, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir wieder zurück zur Base gehen. Ich würde erstmal hier weiter lang. Ich glaube nicht, dass wir da ein Auto finden. Oder wir gehen halt zu Fuß. Ja, es ist schon ziemlich weit. Mal hier nach oben lang. Aber hier oben ist, glaube ich, keine Stadt. Deswegen gehen wir einfach mal in die Richtung weiter. Rüsten vielleicht mal eher unser Messer aus. Wobei, oh, es sind ziemlich viele hier. das ist nicht so geil. Ich versuche die mal so ein bisschen zu umgehen. Die werden mich mir sowieso hören und sehen, aber wenn ich weit weg von denen bin, dann hören die irgendwann auf, uns zu verfolgen. Deswegen sollte das erstmal ausreichen. Wir sind auch noch relativ fit. Weinerlich. Ach so. Oh, scheiße. Wir müssen unsere Bandage entfernen und wechseln. Hätten wir vielleicht eher so... Ach so, hat schon aufgehört zu bluten. Meine Güte, sind wir gut. Ja, das sind mir doch ein bisschen zu viele. Warum sind wir weinerlich? Weil wir auf dem Boden geschlafen haben? Hör mal nicht rum, Junge. Suche menschliche Kontakte oder Unterhaltung. Oh, hier sind Autos, aber ich vermute, dass diese Autos kaputt sind. Aber ein Blick schadet ja nicht. Sehr schön. Ja, ich denke mal, dass diese Autos nicht mehr in gutem Takt sind. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Und da brauchen wir wahrscheinlich erst gar nicht gucken. Vielleicht aber im Kofferraum. Vielleicht finden wir hier ein paar schöne Sachen. Schere, Alkoholtupfer nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Notfalltasche, okay. Auch nicht schlecht. OP-Handschuhe. Weißt du was, wir nehmen mal einen Benzinkanister mit. Einfach mal zur Sicherheit, falls wir doch irgendwann ein Auto finden, wo einfach nur Benzin fehlt. Oh nee, das gefällt mir hier überhaupt nicht gerade. Weißt du was? Ich rüste mal den Schlagstock aus. Ein bisschen schneller bitte. Weil die Machete, die gibt gleich seinen Geist auf und die muss ich mir aufsparen für schlechte Zeiten. Oh mein Gott, schon wieder nein! Oh mein Gott, habe ich ein Glück, dass ich hier nicht infiziert werde direkt. Okay, ich glaube, wir müssen abhauen. Ich glaube, das sind doch ein bisschen zu viele. Ah, und direkt wieder die Bandage anlegen. Meine Güte, Gott sei Dank haben wir noch ein paar Bandage mit. Das wäre der Wahnsinn. Ich hau lieber ab. Sorry, aber ich will hier kein Risiko eingehen. Dann direkt mal weiter. Hier sind noch ein paar Autos, aber die werden mit Sicherheit auch nicht in gutem Takt sein. Was hat die hier am Rücken? Oder ist das einfach nur kaputt? Ah, ist einfach nur kaputt, das Hemd. Oder die Jacke. Ich glaube, diese Autos brauche ich mir halt auch nicht anschauen, ne? Das sind mir hier schon ein bisschen zu viele, wenn ich ehrlich bin. Oh, jetzt läuft's mit der Machete. Sehr gut. Sehr geil. Wunderbar. Wenn man es braucht, dann läuft's. Ja, nee. Das macht leider keinen Sinn. Das ist nicht schön. Ja, okay. Gut, dann weiter geht's. Sehr gut. Also so wirklich weit weg von der Base, da fühlt man sich gar nicht mehr so sicher. Wir haben sehr, sehr viele schlechte Perks oder Moods, sag ich mal. Und wenn wir Pech haben, dann werden wir hier bald nicht mehr lange überleben. Wir müssen ein bisschen aufpassen auf jeden Fall und vielleicht eher den Kämpfen aus dem Weg gehen. Oh Mann, das ist nicht schön. So, hier nach unten macht keinen Sinn. Wir gehen einfach mal diesen
kleinen Landstraßenweg weiter, geradeaus. Immer noch weinerlich. Warum sind wir weinerlich nochmal? Wahrscheinlich, weil wir wirklich auf dem Boden geschlafen haben. Die Hauptsache ist jetzt aber erstmal überleben. So, einmal nochmal schnell in die Map geschaut. Okay, nicht mehr weit, dann sind wir auf der Hauptstraße. Das ist immerhin etwas. Aber ich glaube, das wird uns nicht wirklich viel bringen. Der hier hat einen Speer. Den Speer nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Könnte uns vielleicht sogar noch das Leben retten irgendwie. Okay, so, Speer einmal. Ja, komm einmal ruhig ins richtige Inventar. Das fand ich so geil, weil wir jetzt schwer beladen sind, ne? Das ist halt das Problem. Militärschild abgenutzt. Ist das das, was wir hatten? Oder haben wir das aus denen aufgenommen? Nee, ne? Das können wir einmal ablegen, Militärschild. Schmutzige Bandage kann hier rein. Oh shit. Oh shit, das sind viele. Das ist eine reine Gemetzelfolge. Einfach nur Hauptsache irgendwie überleben. Puh, okay. Die halt irgendwas stecken haben. Eine Gabel, okay. Die Gabel bringt mir nicht viel. Hier ist ein Gebäude, glaube ich. Hier kommen auf jeden Fall sehr, sehr viele Zombies jetzt an. Das ist nicht so gut. Vielleicht sollte ich dem aus dem Weg gehen. Was ist hier für ein Gebäude? Oh mein Gott. Ist das eine Wohnung? Kann ich hier irgendwie mich erholen? Das wäre gut. Aber hier sind wieder so viele Zombies. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, das sieht aus wie so ein Stall. Das sieht eher aus wie so ein Stall. Wir können bald nicht mehr laufen, weil wir echt fett angestrengt sind. Können wir hier... Oh, wir können uns hier waschen. Wir können die Bandage reinigen. Das machen wir mal. Und befüllen mal fix unsere Flasche. Ich bleib hier mal geduckt, mit der Hoffnung, dass wir hier... vielleicht sogar diese kleine Hütte nutzen können, um uns auszuruhen. Okay, da kommt schon der Nächste. Oder die Nächsten. Sehr gut. Und dann einmal rein. Ich hoffe, das war es erstmal. Ich hoffe, die da hinten haben mich nicht gesehen und auch nicht verfolgt. Sieht gut aus. Puh, okay. Ich glaube, hier sind wir jetzt erstmal sicher. Da hinten sind welche, aber die haben mich nicht gesehen. Die haben aufgehört, mich zu verfolgen. Ich würde sagen, ich bleibe erstmal hier. Und ja, wir müssen weiter gespannt warten, gucken, wo wir bleiben. Ich mache an der Stelle wieder einen Cut. Sag danke fürs Zuschauen. Es bleibt spannend. Und ja. Gib mir Tipps, wo ich hin soll. Ich habe keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.